Willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es wieder Dates. Denn heute spielen wir Date Master und es wird cringe werden und ich freue mich sehr, denn wir versuchen heute Frauen abzuchecken. Ob das erfolgreich wird oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe heute wieder zahlreiche Unterstützung in Form meiner Community mit dabei, die euch alle Hallo sagen. Falls ihr auch mal live dabei sein wollt, Leute, kommt auf www.twitch.tv/nu-live. Es ist immer wieder witzig und toll hier. Wir haben auch gerade zusammen gekocht. Und nicht zu vergessen, die unfassbar tolle Füllung von Dating und Tindern und Cringe. Übrigens ist das ein neues Hörnchen, das es bald in meinem Gnu-Shop gibt. Schaut da gerne mal vorbei. Das Logo kommt aber noch woanders hin. Aber es ist geil. Squish, squish. Über Daumen nach oben würde ich mich immer sehr freuen und Kommentare, denn ihr wisst, der Algorithmus kickt und jetzt fangen wir an mit unserem ersten Date. Tap to start, ich bin bereit, Abfahrt. Ready to meet, Date Finder. Kann ich, aber was ist, wenn ich sie jetzt nicht möchte? Was ist, wenn ich nicht möchte, das, also was ist, wenn ich sie jetzt nicht daten möchte? Wieso kann ich sie downloaden? Seit wann kann man Frauen, okay, ich downloade jetzt. Okay, was passiert hier? Ah, okay, ich habe mir die App gedownloadet. So, Girls habe ich hier, ich kann mir hier verschiedene... Oh, hallo, Perfect Girl. Ach so, ich schalte mir neue Girls frei. Aha, it's getting interesting. Und let's go, continue, nächstes Level. Wir machen jetzt erstmal, ach, wir erstellen jetzt unser Tinder-Profil. Okay, Leute, wollen wir, oh Gott, nein, das sieht ja voll gebotoxed aus. Wollen wir lächeln oder wollen wir sexy gucken? Das ist beides so schrecklich, Kerle. Boah, sollen wir glücklich gucken oder sexy? Ich bin so ein richtiger... Boy. Mama ist immer nett zu mir. Okay, also meine Community möchte auch, dass ich sexy sage. Okay, meine Gnus wollen, dass es sexy ist. Aber das ist nicht sexy. Das ist einfach nur gruselig. Oh mein Gott. So, create your dream girl. Oh. Oh, okay. Ich kann sie sehr alt machen oder sehr jung. Okay, also welche Frauen wollen wir daten? Er sagt quasi, select your girl age 30, 18 bis 30. Ich würde mal gerne so alte. Ich wäre gerne so ein Panther. Machen wir alt. Oh Gott, es geht! Ah, nee, failed. Ich dachte gerade. Okay, okay. Meine Community möchte saftig und jung haben. Natürlich. So, 14. Haarfarbe. Okay, keine Ahnung. Ich finde, das sieht komisch aus mit den Würschen davor. Machen wir mal blau. Oh Gott, wie sie guckt. Die lacht genauso gruselig wie ich. So gebotoxt. Schrecklich. Okay, ich muss jetzt ein Match finden. Oh, herrje. Okay, Match. Und wer wird's? Die ich mir ausgewählt habe? Ja, natürlich. Wie soll das auch anders sein? It's your dream girl. 100%. Yes, sie hat auf mein Gesicht reagiert, Leute. Convince her to date. Okay, ich muss jetzt quasi versuchen, ihr Komplimente zu machen. Hey, Schönheit. Was nehme ich? Sage ich Hallo Schöne oder Hallo Fremde? Ich sag mal, aber beautiful. Also, mir wäre es natürlich viel sympathischer, wenn er sagt, hey, Fremde, weil ich mag dieses süße Gelaber nicht so. Will, ah, ich finde es schwierig. Ich sag mal Fremde. Wahrscheinlich will sie beautiful hören. Hey, meine Schöne. Oh, du siehst so toll aus. Kannst du wirklich twerken? I want to know more about you. Holy shit. Also ich möchte mehr über dich erfahren oder ich möchte, dass du twerkst. Ich brauche gar nicht in den Chat schauen, um zu gucken, was sie wollen. Wir haben sie jetzt nach dem ersten Date... Oh Gott, sie macht's auch noch. Oh mein Gott. Wir haben sie nach dem ersten Date gefragt, nachdem wir gesagt haben, hey, du Hübsche, kannst du twerken? Und sie macht's auch noch. Holy shit, das sieht aus, als hätte sie so ein Hummel-Ass. Das sieht auch nicht mal gut aus. Okay, plan the date. Also sie will auf jeden Fall ins Kino. Das machen wir jetzt auch. Auf geht's ins Kino. Okay, select a romantic movie. Wir haben einmal Horror, The Love Story und Crime. Ich will auf jeden Fall Horror, Mann. Let's go. Mann, ich wollte aber Horror machen. Okay, dann halt eine Love Story um 10 Uhr morgens. Sehr schrecklich. Um 10 Uhr morgens ins Kino gehen mit einem Typen. 10 Uhr morgens Popcorn und Cola saufen. Und um 10 Uhr morgens ins Kino gehen. Da stehst du ja maximal schon um 8 Uhr morgens auf. Das ist ja fürchterlich. Select your seat. Natürlich Pärchensitz. Book now. Nur damit wir fummeln können. Ich buch den Shit. Oh Gott, wie sie die Popcorn zwischen den Beinen hat. Die sitzt da wie ich. Okay, sie sind alleine. Oh, hold her hand. Hm, darf ich an ihr Popcorn gehen? Oh, Kann ich an ihren Schenkel gehen? Kann ich den Schenkel berühren? Warte, ich will den Schenkel berühren. Zack. Squish. Squish, wie ich einfach nur squish. Squish. Ich will, das liebe ich natürlich. Es gibt nichts Schöneres, wenn ihr im Kino seid. Und der Typ macht immer so... So seine nasse, geschwitzte Hand, so squish. Und dann geht er wieder weg. Und dann macht er so um euren Körper, so. Aber ich kann die Popcorn nicht squishen. Was ist, wenn ich faile? Ich würde mal gern failen. Squish. Mann, ich wollte failen!
Oh, cool Date-Outfit. Nein, das ist schrecklich, das Outfit. Ich möchte das nicht. So, you look amazing. Can take my... Okay, oh krass, der Kellner macht mein Date an. Oh, du siehst toll aus. Ich kann meine Augen nicht von dir lassen. Oder sagt sie das zu mir? Wie schmeckt dir die Pizza? Ach, das sagt sie zu mir. Okay, das sagt sie zu mir. Alles klar. Oh, danke schön. Ich wusste nicht, dass dir mein Spießer-Outfit gefällt. Ich bin vegetarisch und ich liebe Oliven und Pfeffer. Veggie, Detroit. Okay, dann gibt's Fleisch. Ich esse Fleisch, also gewöhne ich gefälligst dran. Holy moly. Und schon ist es der... Oh mein Gott, dieses Gesicht sollte eigentlich erst heute spät nachts kommen. Warum kommt das jetzt schon? Okay, dann gibt's halt Veggie, Alter. Hier. Oh yes. Oh Gott, das sieht so schrecklich aus, dieses animierte Gesicht einfach. Oh nein, ich muss sie füttern. Feed the girl. Mit was denn? Hier, ich möchte, dass deine Brust ein bisschen... Darf ich da mal reinspicken? Oh, das gefällt dir gar nicht. Ich schieb's dir in die Nase. Ich hab's in die Nase geschoben. Oh mein Gott, nur ein Auge. Sie zwinkert nur mir ein Auge. Wie der Fisch von Simpsons. Kennt ihr den mit den drei Augen? Wait a minute. Oh mein Gott, habe ich jetzt Abi ins Auge gestochen oder was war das gerade? Okay, es war wunderbar. Can I come in? Oh mein Gott, kann ich mit rein? Ich will aber noch nicht, das geht doch viel zu schnell. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Aber ich bin ein sehr romantisches Wesen und ich hätte immer so die Sorge, dass wenn ich nach dem ersten Date schon knattern gehe, dass der Typ dann seine Absicht bekommen hat, die er will und ich gar nicht checken kann, hat jetzt Interesse an mir oder will er nur einmal knattern. Deswegen sage ich beim ersten Date immer na, beim zweiten Date sage ich na, beim dritten Date sage ich na und beim vierten Date sage ich nein, Spaß. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn die nur knattern wollen, würde ich sagen, come in. Aber in dem Fall sage ich see you soon. Und jetzt blende bitte den Chat ein. Bei 2 Stunden 18 bitte. Jetzt bitte blende den Chat ein. Okay, ja, ohne Witz, let's fetch. Okay, komm, wir machen's. Aber nur wegen euch. Wir sind dort. Was ist, wenn ich see you soon sage? Ist sie doch bestimmt eh sauer, ne? Okay, komm. Okay, oh, sie lässt mich sogar mit rein. Und wie ich mit meinem, Booty schwinge. Ich bin ja richtig ready. So, darf ich jetzt bitte zuschauen? Oh, holy shit, best date ever. Level 12, continue. Seht ihr? Ich wusste es. Er hatte die jetzt rumbekommen. Und jetzt sucht er sich die nächste. Want to meet her, Barbara. Ja, Mann, let's go. Connecting zu Barbara. Barbara, holy shit. Yay, ready to meet me? I want to see more like your music taste. Ich mag, okay, ich will mehr sehen, Barbara, let's go. Was hat Barbara zu... Oh, Barbara, You got pranked, Alter. Okay, oh, ready for another date. Es wird ja immer hotter, hell yes. Kann ich nicht einfach mal bei einer bleiben? Okay, 100% Match Sarah. Holy shit, Sarah, was geht? Select dann, ich schicke mal Scheiße. Das wäre mein Humor. Send me, also ich soll ihr einige Fotos von mir schicken. Okay, habe ich noch andere Fotos? Select Foto. Ja, okay, ist halt so ein richtiges Poser mit meinem blöden Boy-Gesicht, was ihr euch ausgewählt habt, Leute. Eigentlich würden wir jetzt lächeln. Wir gucken jetzt nur so doof, weil die Gnus wollten, dass ich so sexy schaue. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Man sieht halt, dass ich Sport mache. Das finde ich geil. Ja. Nein. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Schreib mir nie wieder. Warum? Ich wurde geblockt. Aber ich bin doch nur ehrlich. Entschuldige? Hä? Bin ich jetzt schon beim nächsten Date? Du siehst toll aus. Dankeschön. So leicht kann man Frauen anlabern? So, de Claw. Oh nein, da gewinnt man doch nie. Okay, das Date wird halt wirklich nichts. Ne? Wahrscheinlich den I Love You Bear. Also wenn ich den gewinne, dann weiß ich auch nicht. Dürfte ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich habe ihn gewonnen. Wie ist denn das möglich? Oh, du hast... Das gehört dir. Okay, wir machen jetzt direkt ein Foto. Wir kennen uns gerade mal seit 10 Sekunden, aber let's go. Oh, okay, wir müssen die Pose nachstellen. Okay, ey, wir kennen uns doch noch gar nicht. Okay, let's go. Ist das einfach nur dumm, ey. Oh nein, was ist das für ein dummes Spiel? Okay, let's go, oh ja. Das war das beste Date, das ich jemals hatte. Boah, komm in meinen Place. Too bad, ich möchte nicht. Okay, komm, wir gehen zu mir nach Hause. Oh, das würde ich gerne tun. Ein Kuss zuerst. Ja, wir haben noch... Ja, let's go.
Oh ja, oh mein Gott! Holy shit, die gehen ja richtig ab. So, let's go, Mann. Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ich nehme nicht die Pille, dann sag's mir jetzt. Du kannst alles mit mir teilen. Oh Gott, sie sagt bestimmt, sie hat die Pille nicht genommen, oder? Sorry, I'm too bad at keeping. Tut mir leid, ich kann sie mich behalten. Okay, let's go. Wetten. Wetten, sie hat die Pille nicht genommen oder so. Oder sie ist schwanger. Oh mein Gott. Ich habe Tripper im Endstadion. Du bist... Oh, du bist was ganz Besonderes für mich. Das sagt sie mir. Okay, das ist süß. Und ich bin wieder... Oh Gott, wir heiraten. Was? Bist du ein Love-Guru? What the fuck? Natürlich bin ich einer. Ich bin Prinzess Ariel. Nice to meet. Freut mich, dich kennenzulernen, Majestät. Ich befehle dir, mich zu daten. Wie du wünschst. Ich werde deine Welt rocken. Okay, wie du wünschst, Majestät. Ist das wie eine Domina? Hold to drive. Okay, let's go. Was passiert denn hier jetzt eigentlich? Fahren wir zu... Sieht aus, würden wir zu Mario und Luigi fahren. Was ist das für eine Scheiße? Wie sich diese Spiele immer entwickeln, das ist so dumm. Und irgendeine Frau mit einem komischen Van und will irgendwas mit mir machen. Hey, er ist der berühmte Love Guru. Oh, dann muss ich jetzt tanzen. Amazing Royal Pole Dance. Was? Ich muss jetzt vor ihren Eltern tanzen, weil ich bin ja der sexy Love Guru und deswegen hat sie mich geholt. Okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Pole Dance. Oh mein Gott, ist nicht dein Scheiß ernst. Wie dumm ist das denn eigentlich? Oh mein Gott. Wo kommt die scheiß Stange her? So, können wir jetzt heiraten? Oh, ich konnte unsere Liebe nicht vergessen. Das ist unser Date. Verarschst du mich? Gerz, bringt sie nach unten zum Dungeon. Oh, mich? Ach so, weil ich eine andere hatte. Ja, was kann ich dafür, wenn die mich verliebt ist? Okay, hold to unscrew. Brauche ich jetzt den Screwdriver her? Okay, es ist so weird einfach nur. Let's go. Oh yeah. Yes, wie er sich freut, so yes. Okay, Leute, ich habe jetzt einen tollen Casanova-Wagen und mir nochmal die App jetzt runtergeladen. Aber ich würde sagen, wir machen mal einen Cut hier. Wir haben, glaube ich, gefühlt wie viele Frauen gedatet? 5 oder 6? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall interessant. Meine Community wollte es immer bis zum Äußersten ausreizen. Deswegen kommt auch gerne auf www.twitch.tv/live dabei, falls ihr Bock habt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare von euren Disaster-Dates, wenn ihr schon welche hattet und wenn ihr noch keine hattet, aus Erzählungen. Würde mich sehr freuen. Ich bin sehr gespannt. Lasst gerne viele Daumen nach oben da. Und ich bin jetzt erstmal raus. Genug gedatet für heute. Und jetzt raus!